So, ihr Lieben, kurze Berichterstattung aus Laterns Kapfol. Wir haben ca. 10 cm Neuschnee in 1500 Meter Höhe. Unter der Donau ist zu wenig im Wald, weil der Schnee auf der Böhm liegt und weil die Wege noch nass sind. Aber da haben wir, sieht man natürlich sofort, wie da haben wir schon die Restschneedecke immer noch sehr kompakt ist. Und die Landschaft wieder tief winterlich. Wir wollen aber für richtig viel Schnee noch einmal warten. Es schaut aber doch ganz gut aus, dass ich in den nächsten Wochen immer wieder mal an Schnee, vor allem mit der Mittelgebirgslage, zusammenkommt. Und der Will heißt für die unteren Skigebietsregionen nach wie vor Durchheber oder eben mit höheren Skigebieten, der will kompensieren, weil es für untere Lagen einfach noch zu warm ist. Aber wunderschön, auch die Schneewand da, der traumhaft eingeschneite Hang. Und wir gehen jetzt auf die Nobspitze, auf gute 1700 Meter. Und da werden wir euch dann noch einmal ein paar Bilder schicken. So, und jetzt sind wir auf der Nobspitze, auf 1700, ungefähr 80 Meter, also fast 1800 Meter. Und es hat, da haben wir etwa 15 cm Schnee, wobei er natürlich sehr verblasen ist. Und da im Hintergrund sehen wir der schöne Bodensee, heute eine recht gute Fernsicht. Und die, wie es typisch ist, nach der Kaltfront. Ja, und Schneegrenze liegt auf etwa 900 Meter. Es hat also in Bregenzer Wald, im hinteren Bregenzer Wald, hat es unter 800 Meter reingeschneit, aber eben nur leicht angelegt. Der Schnee, der tiefe Lager, ist schon bald wieder weg. Da haben wir, wird er sich ein bisschen heben können, bis dann die nächste Front kommt. Und wie es mit dem Wetter wieder geht, schauen wir am besten auch auf wettering.at. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ciao aus Laterns Kapfol.